Wiesbadener Glückstag gratuliert ganz herzlich dem neuen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden, Gerd-Uwe Mende. Wir wünschen ihm viel Glück, Gottes Segen und viel Erfolg und hoffen und wünschen uns allen, dass das Miteinander, Gesundheit und mehr Verbundenheit immer oben auf seiner Agenda steht in den kommenden Jahren. Vielen Dank. Mein heutiger Gast auf einen Glückskaffee mit ist Gerd-Uwe Mende. Gerd-Uwe Mende ist Familienvater, hat zwei Kinder, sind schon erwachsen, ist glücklich verheiratet und seit 28 Jahren Wiesbadener. Herzlich willkommen, Gerd-Uwe Mende. Herr Mende, Tee oder Kaffee? Morgens ein bisschen Kaffee, tagsüber fast nur Wasser. Was bedeutet für Sie Glück, einmal beruflich und einmal privat? Ach, ich glaube, es gibt gar nicht das eine Glück, sondern es gibt tausend Sorten von Glück. Das ganz kleine Glück, einfach wenn man so wie jetzt gerade mitten in der Sonne steht und plötzlich der Frühling ausbricht, das ist so ein bisschen Glück. Glück ist natürlich, eine tolle Familie zu haben, da bin ich gesegnet. Ich glaube, Glück hat viel mit innerer Einstellung und damit zu tun, dass man ein bisschen in sich ruht. Und ich weiß, das kann nicht jeder und ich weiß auch, es gibt nicht für jeden die äußeren Umstände, die dazu beitragen, dass er in sich oder sie in sich ruhen kann. Aber das ist für mich eigentlich das, was Glück ausmacht, so ein Stück Zufriedenheit mit der Situation, wie sie ist und sich damit gut abfinden können. Und Sie haben ja derzeit einen pickepacke voller Tag. Was ist so Ihre Kraftquelle? Woraus schöpfen Sie Kraft? Ich schöpfe Kraft daraus, dass ich versuche, wirklich was für die Menschen zu machen. Das klingt jetzt so furchtbar edel, das ist gar nicht so gemeint. Ja. Aber ich bin damit groß geworden. Meine Eltern waren immer ehrenamtlich aktiv, ich war immer ehrenamtlich aktiv. Und das gibt mir schon Kraft, Dinge zu verändern, was zu gestalten, dazu beizutragen, dass diese Stadt mehr zusammenwächst. Das ist das, was ich möchte, Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das macht mir Kraft, es gibt mir Kraft und das macht mir auch Freude. Haben Sie vielleicht so einen Lieblingsort oder Kraftort in Wiesbaden oder der Umgebung? Wir wollen ja nicht Glück an der Stadtmauer enden lassen. Ach, das hängt immer von der Tagesform und von der Laune ab. Also ein Glücksort kann mein Balkon sein, wenn die Sonne scheint und ich höre Buena Vista Social Club. Oder in der Fasanerie sein, früher mit meinen Kindern. Und wenn dann plötzlich der Fischotter durch das Wasser schwimmt, sowas kann einen glücklich machen. Ich bin aber auch eigentlich glücklich in meiner Arbeit. Ja. Ja, wunderbar. Das ist ja ganz wunderbar. Wenn man aufsteht und für das brennt, brennt für was man tut. Ja, das tue ich. Das geht mir genauso. Ja, glaube ich. Wir haben ja, also der Wiesbadener Glückstag zum zweiten Mal, 25.09.2019. Es soll ja auch immer in der Woche sein, damit man einfach Mitmenschlichkeit, kleine Gesten wie Danke oder einfach ein freundliches Hallo im Alltag lebt, nicht nur an Weihnachten oder im Urlaub. Und es soll aber auch ganz besonders junge Menschen Kraft geben auf ihrem nicht einfachen Weg in die Erwachsenenwelt. Und wenn Sie so zurückblicken, wir haben ja alle Stolpersteine, jeder Mensch hat Stolpersteine. Was ist so Ihr Impuls für die jungen Menschen auf dem Weg in die nicht einfache Erwachsenenwelt? Ich glaube, für die jungen Leute wäre der wichtige Rat, lasst euch nicht beirren und lasst euch nicht schubbelig machen von äußeren Umständen. Ja, Schule ist wichtig, Noten ist wichtig, Freunde sind wichtig, ja, aber auch da gilt, erwachsen werden, dazu gehört auch, sich ein Stück von solchen Dingen fernzuhalten oder frei zu machen und zu sagen, ja, Noten sind wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Ich würde den jungen Leuten sagen, hört in euch rein. Das, was euch am meisten gefällt, das ist das, was ihr am besten könnt und das solltet ihr auch tun. Ja. Aber auch da geht es immer um die äußeren Umstände. Wir haben in Wiesbaden 10.000 arme Kinder. Ja. Die können mit solchen Ratschlägen nicht so furchtbar viel anfangen. Ja. Das heißt, man braucht auch eine Stadtpolitik, die sich darum kümmert, dass diese armen Kinder einen guten Zugang zu Bildung haben. Dass man ihnen erklärt, warum Bildung für sie wichtig ist und dass es eine echte Chance für sie ist. Ja, auch der Glückstag hat auch eine Aktion, wo Kinder, denen es gut geht, Bilder malen über selbstverantwortetes Glück. Diese Bilder verkaufen wir, versteigern wir. Und im letzten Jahr kamen 2.800 Euro zusammen, die über die Stiftung Gesundheitsstadt an Kinder drogenabhängiger Eltern gehen oder Kinder krebskranker Eltern. Weil das ist auch uns bewusst, dass eben viele Kinder hier mitten unter uns leben und dass die auch ein bisschen Teil oder mehr Teilhabe vom Glück haben. Das ist eigentlich auch eine große Verantwortung von jedem von uns.
von uns. Ja, das finde ich ganz wichtig. Mhm. Also wir haben ja unterschiedlichste Einrichtungen. Ja? Mhm. Wir haben solche Häuser wie Zwergnase und andere Einrichtungen für Kinder, die es wirklich ganz, ganz schwer im Leben haben. Wir haben viele Einrichtungen für Kinder, die keinen guten Zugang zu Bildung haben, die Kieze in den Stadtteilen. Und das ist mir unheimlich wichtig, dass die gut gefördert werden. Mhm. Weil ich finde, Armut, man muss den Kindern die Chance geben, die Armut zu überwinden. Mhm. Und dafür muss man ihnen einfach die Türen öffnen mhm. und ihnen einen Weg zu guter Bildung ermöglichen. Mhm. Und letztendlich sind wir ja alle mit allem verbunden. Alles ist mit allem verbunden. Das ist so. Wir alle. Ja. Haben Sie denn zum Abschluss noch ein vielleicht Glücksgebet, Glücksbuch oder Gedanke oder ein Lied, das Sie schon immer begleitet? Nee, das habe ich eigentlich nicht. Also ich lese viel, ich höre viel, ich kann, also ich sage immer, bei einer italienischen Oper kann ich hinschmelzen. Mhm. Und das ist auch ein Glücksmoment. Also wenn ich im Autoradio irgendwas höre, was schöne klassische Musik, aber es kann auch Queen sein oder sonst irgendwas. Mhm. Ich höre schrecklich gern Musik und das macht mich schon glücklich. Mhm. Aber das ist ganz unterschiedlich, ganz viele Geschmäcker. Mhm. Musik ist ja auch herzöffnend. Genau, richtig. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Wir haben noch ein kleines Geschenk für Sie, weil auch als Dank für Ihre Zeit, Zeit ist heute auch nicht mehr selbstverständlich. Sie haben uns Ihre Zeit geschenkt. Wir bedanken uns herzlich mit einem Geschenk, wo vielleicht in Ihrem Büro, wenn der ein oder andere ein bisschen traurig ist, reinkommt, dieses Bild sieht und dann vielleicht ein Lächeln geschenkt wird. Das ist unser Anliegen. Das ist der Bus, der SW-Bus Wiesbadener Glückstag. Wir schenken euch ein Lächeln, schenkt es doch gleich weiter. Das finde ich eine gute Idee, weil ein Lächeln zu schenken, das kostet nichts, das macht Menschen einfach happy und es fehlt daran bei uns manchmal. Mhm. Ja, wir gucken doch manchmal ein bisschen verdrießlich in die Welt und eigentlich ist das schön, wenn man mit dem Anspruch ein Lächeln schenken durch die Welt geht. Super, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Vielen Dank.